Was geht ab? Michael hier. Heute frischen wir meine Küche ein bisschen auf. Dafür werde ich Regale an den Wänden anbringen, damit das Ganze ein bisschen ordentlicher und sortierter aussieht. Ich habe zwei lange Bretter bestellt. Momentan stehen die Bretter hier hinter mir. Das sind 2 Meter Bretter, glaube ich. Die müssen wir auf ungefähr 1,70 Meter zuschneiden, heißt hier einmal ungefähr abschneiden. Das mache ich gleich. Danach beizen wir, dann lackieren wir. Machen wir uns ran. Bis gleich. So, altbekannte Szenerie. Ich kann noch einmal kurz die Aufhängungen zeigen, die ich gekauft habe. Die sind auf jeden Fall richtig schick, recht hochwertig. Sieht auf jeden Fall echt gut aus. Ich hoffe, die werden dann auch an der Wand gut aussehen. Ich packe jetzt erstmal alles auf den Platz und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Boah, wie das schon gemacht. Wie gesagt, ich werde hier ein kleines Stückchen absägen. Ich werde dann noch einmal nachmessen, wie viel genau ab muss. Nicht, dass wir zu viel abnehmen, weil ab geht immer, dran geht nimmer. Dran geht, dran kann man halt, ja, ab geht auf jeden Fall immer. Ich habe einmal eine Linie gezogen, wie lang das Brett im Endeffekt wirklich sein muss, und dann habe ich noch eine gezogen, die 1 Zentimeter Überschuss hat. Ich hole jetzt die Stechsäge, bis gleich. Jo, das hat super gut geklappt. Ich bin echt zufrieden. Ist nicht allzu sehr ausgefranst. Ich denke, das kriegen wir mit dem Schleifer wieder raus und damit machen wir jetzt auch direkt weiter. Bis gleich. So, die Bretter sind jetzt glatt, beziehungsweise auf jeden Fall glatt genug. Ich werde jetzt noch einmal prüfen, wie ich diese Halterungen hier festmache. Das Problem ist nämlich, dass das Brett ein bisschen zu breit ist. Ich habe mir jetzt überlegt, die kommen ungefähr auf diese Entfernung zum Rand. Das sind jetzt bis hier ungefähr 30 cm. Ich werde jetzt hier wirklich eine komplette Aussparung schaffen, sodass man das schwarze Metall von vorne sieht. Ich denke, das sieht am schönsten aus. Ich haue jetzt die Aussparungen rein. Bis gleich. So, also wir haben jetzt 2 von diesen Aussparungen fertig. Das ist deutlich mehr Arbeit, als ich erwartet habe. Ich krieg's nicht ganz sauber und schön hin. Es geht bestimmt noch besser. Und ich habe hiermit vorher auch noch nie gearbeitet, hat mein Stiefvater mir mitgegeben. Ja, ich glaube, die benutzt man nur mit der Maserung und nicht gegen die Maserung. Aber gut. Hat auf jeden Fall soweit funktioniert, das werde ich jetzt noch 2-mal wiederholen und dann habe ich es auch endlich geschafft.
Ich habe gestern Abend noch schnell alles hier fertig gemacht. Die Aussparungen sind jetzt alle vier da. Ich gebe einmal nebenbei die Nahaufnahmen davon. Das hat ziemlich gut geklappt. Ich würde allerdings empfehlen, das mit der Stichsäge möglichst weit schon auszufräsen, sage ich mal. Das geht ziemlich gut mit der Stichsäge auch noch nachzubessern, wenn man nicht mehr reinsägt. Ich habe jetzt die Kanten von diesen Aussparungen noch ein bisschen mit dem Delta-Schleifer bearbeitet, dass die ein bisschen schöner aussehen. Ihr habt ja gerade gesehen, sieht schon ganz gut aus. Funktioniert auf jeden Fall. Im nächsten Schritt kommt jetzt die Beize drauf. Damit die Beize besser einzieht, werde ich gleich die oberste Holzschicht einmal mit Wasser bestreichen, dann noch abschleifen und danach kommen wir den Beizen. Let's go! Alles klar, die Beize ist jetzt durchgetrocknet. Ein paar Stellen sind, wie man sieht, aber nicht ganz dunkel geworden. Das liegt daran, dass an den Stellen Baumharz ist. Das ist ja Fichtenholz, deswegen harzt das manchmal ein bisschen. Ich muss jetzt mal irgendwie gucken, wie ich das hinkriege, dass ich diese Stellen noch ausgebessert bekomme. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Wir probieren das einfach mal aus. So, mit dem Beizen sind wir dann jetzt so ziemlich fertig. Die Ausbesserungen haben einigermaßen gut geklappt. Ich zeige nebenbei mal noch die Nahaufnahmen. Hat auf jeden Fall funktioniert. Das Problem ist, na, der Wachs, den kriegt man halt nicht ganz weg. Ne? Also es ist ein bisschen Beize eingezogen an den Stellen, aber halt nicht komplett. Ein bisschen heller ist es auf jeden Fall noch. Das werde ich dann wahrscheinlich einfach nur damit lösen, dass die Seite dann entweder nach oben oder nach unten kommt, da wo man es halt weniger sieht. Vermutlich nach oben. Stelle ich ein paar Gewürze drauf, dann passt das. Das andere, was ich noch gemacht habe, ist die Kanten. Die Vorderkante von den Brettern habe ich noch einmal übergebeizt, weil die mir noch ein bisschen zu hell war. Als sie an der Seite waren, ist natürlich nicht allzu viel Beize eingezogen. Das Problem, was allerdings jetzt bei diesen Kanten entstanden ist, ist, dass dadurch, dass ich die nochmal gebeizt habe, ist natürlich ein bisschen Beize auf die Flächen draufgelaufen. An den Flächen hat sich dadurch jetzt so eine Beizkante ergeben, von dunkel zu hell. Das ist nicht so schön. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass das sich mit dem Lack wieder löst, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Beize und der Lack sind nämlich beide wasserbasiert. Und beim Tischbau habe ich schon gemerkt, dass wenn man den Lack aufträgt, sich die Beize wieder leicht anlöst. Dadurch vermischt sich das Ganze nochmal so ein bisschen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass auch wenn ab und zu dunklere Stellen da sind, wenn wir das Ganze jetzt mit dem Lack nochmal übergehen, dass sich die Beize dann leicht anlöst, sich das Ganze nochmal durchmischt und dann das Problem gelöst ist. So viel auf jeden Fall zum Beizen. Weiter geht's mit dem Lack. We'll be right back.
Bretter sind fertig. Ist echt cool geworden, finde ich. Ich gebe mir mal ein paar Nahaufnahmen, dann könnt ihr euch die mal angucken. Im Nachhinein hätte ich zwar, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen heller gebeizt und nicht so dunkel, damit der Kontrast zwischen der Aufhängung und dem Brett ein bisschen schöner wäre. Jetzt geht die Aufhängung, die gar nicht mal so günstig war, Link in der Beschreibung. Die Aufhängung geht jetzt ein bisschen unter. Das finde ich ein bisschen schade. Wäre natürlich cool, wenn man die ein bisschen mehr sehen würde mit einem Kontrast zum Brett. Dafür müsste das Brett natürlich ein bisschen heller sein. Ist jetzt nicht so. Ich finde, es ist trotzdem schön geworden. Ich bin echt zufrieden. Ich werde die beiden Bretter jetzt einmal in die Küche bringen, dann anhalten, aufzeichnen, bohren und dann bringen wir das Ganze auch schon an die Wand. Danach zeige ich dir noch einmal ein Bild, wie das Ganze geworden ist. Und dann sind wir auch schon fertig. Bis gleich. Ich habe ganz schnell ein bisschen aufgeräumt. Die Bretter kommen hier an die Wand. Eins circa auf diese Höhe, hier kurz über dem Fliesenschild. Eins ein bisschen höher. Abstand so, dass man da mindestens ein paar Flaschen draufstellen kann. Mal gucken, was da hinkommt. Let's go. Das Gute ist, das Brett hält quasi schon von alleine. Das lässt sich schon mal sehen. Ich hole mal schnell eine Wasserwaage. Auch wenn die Wohnung nicht ganz gerade ist, zumindest die Bretter sollen es sein. Da ist sie. So, mal gucken. Boah, perfekt. Und das muss ungefähr auf die Höhe. Alles klar, sieht gut aus. Löcher sind angezeichnet, jetzt können wir bohren. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. So, wie man vielleicht sieht, mir ist echt extrem warm. Wird warm hier drin. Hat aber funktioniert. Die Bretter sind an der Wand, sind noch relativ stabil. Bin ich ganz zufrieden mit. Die eine Schraube habe ich noch nicht ganz reinbekommen. Entweder stelle ich da was vor oder die wird irgendwie nochmal weiter reingedreht, aber jetzt nicht mehr. Die beiden rechten Schrauben unten zumindest sind ziemlich sandig, also ganz viel halten tun die nicht. Aber es hält, es ist relativ stabil und ich meine mit den 8er Dübeln. Ich werde das Ganze jetzt einmal einrichten und zum Schluss zeige ich dann, wie es fertig aussieht. Bis gleich. Also, wir sind fertig. Das Ganze steht jetzt, ich habe eingeräumt. Ich gebe mal nebenbei ein paar Nahaufnahmen. Ich bin echt zufrieden, ist cool geworden. Ich hoffe, das passt erstmal so. Ich will noch ein paar Sachen ändern. Ich hätte gerne noch irgendwie einen Efeu, der hier runterrankt oder so. Irgendwas Grünes an Pflanzen wäre auf jeden Fall noch cool. Ich hätte gerne vielleicht hier drunter noch irgendwie eine Stange, wo man dann Topflappen und Co. dran aufhängen kann. Fände ich auf jeden Fall cool. Ansonsten sind wir an dieser Stelle fertig. Danke fürs Zuschauen. Checkt gerne die letzten und die kommenden Videos ab. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.